Oh, weiei. Ach du heiliger Bimbam, was sind das für Pferde? Hallo? Hallo? Oh, was sind das, Alter, für ein Vieh? Pödikrähe. Also, was ist das denn bitte für ein Name? Jetzt mal ernsthaft. Egal. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem ganz besonderen Video, dem Halloween-Video. Ja, Leute, Halloween ist da. Wir haben heute, wie ich das Video hochlade, den 20. 10.2022. Ich hätte das Video auch schon eine Woche früher hochladen können. Ich hatte aber keine Zeit. So, und bevor ich das jetzt vor dem Mittwochs-Update, also ich nehme das Video gerade an dem Mittwoch auf. Ich lade es aber morgen erst hoch. Bevor ich das Video so 2 Tage vor dem Mittwochs-Update aufnehmen wollte, wo ich dann Zeit hatte, dachte ich mir, warte es einfach bis Mittwoch, dann kommen die Pferde raus, kannst du alles in einem reinpacken und heute haben wir Mittwoch, für euch haben wir Donnerstag und wir checken jetzt mal alles Neue ab. Diesem Account war ich, wie gesagt, noch nicht in diesem Halloween, ne? Ihr wisst Bescheid. Auf meinem zweiten Account war ich da. Wann was von Emmy McRae wiederkommt, werden wir sehen. Nein, Leute, ich habe euch zwar versprochen, wenn ich diesen Account nicht weiterlevel, gibt es einen Face-Reveal, aber ich werde ihn weiterleveln. Da will ich kein einziges Wort zuhören. Bitte nicht, Leute, bitte nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was ist denn das hier eigentlich? Hallo, ich bin Pödi Krähe. Kenne dein Ziel in Ferne und Nähe. Nee, ich will keine in irgendeiner Festung treffen. Ich möchte jetzt erstmal hinreiten. Ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal hin, gucken uns alles an. Ich möchte mir auf jeden Fall ein Halloween-Outfit anziehen. Ich finde dieses Pferd hier, das habe ich schon auf der Newsseite, was weiß ich, gesehen, krass. Ich finde die Hörner krass. Das ist halt voll das Halloween-Pferd. Das hat auch so einen Namen, glaube ich, im Gesicht. Wir gucken uns das mal an. Kann man, glaube ich, voll das coole Outfit zu erstellen. Ich finde das ja so geil. Also, wie gesagt, Leute, Halloween und Weihnachten, da sehe ich mich. Das finde ich geil. Das ist mein Ding. Da bin ich glücklich. Festung des Galoppierer. Warum steht da Galoppierer? Das triggert mich. Das heißt eigentlich Galoppierers. Ich finde es so schön. Guckt es euch bitte an. Was voll krass ist, dass das so eine kleine Insel ist und hier einfach Abgrund ist und nichts ist. Oh wei, ey. Aber ich finde, da können sie eigentlich irgendwann mal auch mal was Neues wieder rausmachen. Ist ja jetzt schon das 100. Mal so. Ich finde, die können mal irgendwie bis auf neue Pferde mal irgendwann diesen geilen blauen Kürbis. Den finde ich auch übrigens sehr geil. Irgendwas fehlt mal. Irgendwas können sie mal neu machen. So. Hey, Kleine. Nenn mich die Kleine. Du musst uns helfen. Er hat den Verstand verloren. Bla, bla, bla. Ich will mir das nicht durchlesen. Ihr müsst mir generell mal so ein bisschen was erklären. Also diese Marken. Ich habe mir jetzt noch nichts durchgelesen. Auch sehr schlau von mir. Ich glaube, wir müssen uns erstmal alles angucken. Aber das will ich selber machen. Nicht mit dir hier. Was ist hier das? Nee. Wir reiten erstmal rum. Ich will erstmal gucken. Ich will erstmal alles abchecken. Also ich habe es, wie gesagt, schon abgecheckt. Das ist ja irgendwie nichts Neues. Boah, Alter. Oder finde ich das Pferd geiler? Das sieht richtig krass aus, finde ich. Boah, das sieht ja voll krass aus, das Pferd. Finde ich das schöner als das andere? Guckt euch mal die Locken hier an. Diese Feuerlocken hier, die Lava. Finde ich das geiler? Ich weiß es nicht. Das ist ja mega heftig. Ich mag zwar die Pferde, Form, Art, was weiß ich nicht. Oh Gott, wir müssen uns das angucken. Wo sind die Pferde? Da sind die Pferde. Die mag ich nicht. Die haben wir letztes Jahr schon uns angeguckt. Das ist mir wo ändere ich denn das mal? Ach hier, nee. Das ist mir zu. Das sind coole Pferde, aber ich kann dieses Modell nicht mehr sehen. Die kann ich auch nicht mehr sehen. Die gibt es seit 100 Jahren. Das finde ich sehr cool. Das finde ich am besten von den alten. Habe ich aber schon. Kaufe ich mir nicht. Hier gibt es jetzt auch Haustiere, die gucken wir uns auch gleich mal an. Ja, und hier gibt es die neuen Pferde. Ich finde das Pferd richtig cool. Boah, ey, das sieht, Alter. Es ist halt auch in einer unverwandelten Form echt schön. Und guckt euch mal bitte an, wie cool das hier vorne ist mit diesem. Ey, die Augen leuchten, die Nasenlöcher leuchten in grün, Alter. Was ist denn das Geiles? Boah, ich finde die Haare halt total krass. Ich finde beide Pferde cool, aber ich will mir nicht beide kaufen. Bin ja nicht lebensmüde, oder? Da mag ich halt die unverwandelte Form nicht so. Ich finde die Hörner so cool. Was mache ich? Ich glaube, ich gucke mir erstmal hier mal die Haustiere an, die wieder 400 Euro, Euro wollte ich schon sagen, 400 sonst was kosten. Binne statt einer Eule oder einer sonst was, können sie auch mal was Neues reinmachen. Oh Mann, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, wir belassen es erstmal dabei, wir überlegen. Wir gucken uns erstmal nochmal weiter oben. Das Ding ist halt, wenn ich mir ein Halloween-Outfit zusammenstellen möchte, dann brauche ich erstmal ein Pferd, zu dem ich das Outfit dann anpasse. Können wir uns ja die anderen hier mal angucken mit den Pferden. Ich weiß nicht, ob die Farbe so meins ist. Ich bin ja mehr so schlicht. Ich bin ja nicht so, oh, was ist hier? Ach, hier sind diese komischen Oberteile. Ja, die braucht kein Mensch. Ah, es sieht halt schon geil aus. Aber ich glaube, ich finde das andere Pferd besser. Das finde ich total geil, dass das leuchtet und alles. Und diese Haare und einfach alles. Ich glaube, wir holen uns das. Okay, Leute, wir holen uns das. Das andere können wir uns immer noch holen. Vielleicht hole ich mir das auch auf einen anderen Account, aber ich glaube, so generell finde ich das viel geiler. Wie nennen wir dich denn? Du musst einen richtig heftigen Namen kriegen, Brudi. Du bist auf jeden Fall zeitlos, weil du bist gruselig. Dann bist du auf jeden Fall ein Hengst. Oder hast du einfach kein Geschlecht? Du bist ein Hengst.
Du musst was Böses kriegen. Okay, lass mich überlegen. Lava. Gibt's nicht Lava? Das ist ein Lava-Pferd. Warum gibt's kein Lava? Wollen die mich veräppeln? Seit wann kann man, haben die neuen Namen reingebracht und so? Seit wann kann man hinten Lin und Loop und Log und alles? Haben die neuen Namen reingebracht? Die nennen dieses Pferd einfach Zombie-Zone. Zombie-Zone. Er gibt zwar vorne und hinten keinen Sinn, aber ich würde irgendwas mit Zombie und der Rest hört sich Panne an. Aber jetzt müssen wir das wiederholen. Aber wenn ich jetzt reiten drücke, ist der Sattel weg. Das nervt mich richtig. Das müssen die mal. Alter, wie krass sieht das aus? Das Pferd ist hier. Guckt euch das mal an. Ey, das ist richtig gut gemacht hier. Als würde der Mund so zusammengenäht sein. Und oh, wir müssen sie in den Stall schicken, weil sonst haben wir keinen Sattel. Und das geht mir auf. Wir hätten hier einen Schiedsschrank gehabt. Oh nein. Okay, das nehme ich nicht mit rein. Das ist zu anstrengend. Ich werde dieses Pferd kurz abholen. Ich hätte einfach da einen Schrank gehabt. Ich hätte es mir direkt unter den Popo ziehen können. Egal, ich habe nicht dran gedacht. I'm sorry. Boah, ist das hell. Können wir mal direkt nach diesem dunklen Make-up hier gucken im Schrank. Fällt mir gerade so ein. Oh, warum ist das so voll? Manu. Oh, wer hat diesen Schrank hier so geordnet? Das ist ja schlimm. Scheiß drauf. Ich mache das jetzt hier nicht alles. Hauptsache, ich habe ein bisschen Platz. Bitte lass es uns haben. Nein, nicht Frisuren. Oh. Aber das ist nicht das, was ich meine. Wo ist denn das jetzt? Zombie-Zone, da. Ein Chaos. Oh, ich finde das geil, dieses Pferd. Das ist geil. Guck ich mal an, wie echt das aussieht. Oh mein Gott. Endlich mal was Geiles hier. Zack. Ja, nee, wir machen jetzt erstmal das Outfit. Wir reiten jetzt in dieses Ding da rein und gucken dann erstmal, was wir uns anziehen. Alter, richtige Entscheidung. Sehr geil. Ich finde, das Pferd ist krass. Hallo. Jetzt habe ich keine Satteltasche. Doch. Ach nee, wir haben auch den Schrank hier. Mein Gott, warum vergesse ich ihn das immer? So, dann gucken wir mal, was wir uns anziehen. Was gibt's denn da? Hallo. Was gibt's denn da farblich zu? Wir müssen ja auch nicht direkt was kaufen. Das würde farblich passen, aber es sieht aus wie, ne? Das würde passen, aber irgendwie sieht's auch nicht so toll aus. Doch, es könnte gut aussehen mit den Schleifen, weil der Mund ist grün. Aber irgendwie auch nicht. Das sieht nicht so nach Schleife aus, dieses Pferd. Das sieht nach Angst und Schrecken aus. Oh mein Gott, ist das hässlich. Das ist genauso hässlich wie das. Nee, das ist am hässlichsten. Leute, ich erstelle jetzt... Oh, hey. Hi! Ich stelle jetzt kurz ein Outfit zusammen. Und dann würde ich sagen, sage ich Bescheid, wie ich fertig bin, weil das... Da kann sich wieder um Stunden anhalten. Okay, Leute, das ging jetzt schneller als gedacht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ich finde das ganz cool. Das sind jetzt alles tatsächlich Sachen, die ich schon hatte. Also das Orange ist ja wohl mega hier mit dem. Mit der Satteldecke weiß ich noch nicht so. Ich würde jetzt sagen, wir kaufen uns noch diese geile Katze. Nee, was war das? Das Ding, das Haustier, was hierzu passt. Was ist denn hier Phase? An sich finde ich das Outfit richtig cool. Make-up und so würde ich dann vielleicht im Nachhinein kaufen. Diese orangene Hose, die hier alle haben. Ich denke mal, das kann man mit diesen Marken oder so verdienen, weil die habe ich noch nie gesehen. Schreibt mir in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Halloween-Make-up ziehen wir uns dann. Oh mein Gott. Und oh mein Gott, Alter. Und oh mein Gott. Ja, cool. 350 Starcoins. Egal. Ihr kennt mich, was das Thema angeht. Ich schmeiß das raus. Zack, so, egal. Man lebt nur einmal, ne? Ich habe auch schon seit gefühlt fast einem halben Jahr keine Starcoins mehr auf diesem Account gekauft. Das ist ganz cool. Wie lasse ich das Vieh nochmal fliegen? Hallo? Mit Kuh? Ah. Lasse ich das Vieh fliegen? Okay, excuse mal, jetzt legen wir uns hin. Super. Ganz super. So, Leute, ich muss mir jetzt richtig doll zusammenreißen. Ich hatte zwischen der letzten Sequenz, die ihr gerade gesehen habt, und zwischen der hier bestimmt gerade 2 Stunden Pause, weil die Server komplett überlastet waren und Julian nicht in das Spiel reingekommen ist. Wir werden jetzt nochmal, ich habe nämlich echt Angst, dass hier wieder gleich irgendwas nicht klappt, richtig schnell da reinreiten und werden uns noch einmal umsehen und dann vielleicht das Video auch beenden, weil meine Nerven sowas von am Arsch sind. Oh Mann. Komm, wir gucken uns jetzt nochmal an, was Madame hier zu sagen hat. Komm, gut, dann schaue ich mal ein bisschen in der Festung um. Wir sollen uns umsehen. Okay, machen wir. Ich habe zwar gar keinen Bock jetzt auf hier. Egal, wir gucken uns einfach alles an. Julia, auf zu meckern. Hier haben wir einen Abgrund, nämlich der große Braukessel, bla bla bla. Och Mann, ich kann nicht mehr reiten. Hier müssen wir nochmal rüber reiten gleich. Zack. Wie soll ich denn jetzt hier rüber? Schauriger Trailritt. Ich will das jetzt nicht reiten. Aber, hä? Warum wird mir dann auf der Karte angezeigt, dass ich auf irgendeiner Brücke bin, obwohl ich... Ach, von da oben müssen wir. Ich war gerade so, hä, wo ist denn hier eine Brücke? Okay, Leute, ich weiß Bescheid. Ich muss hier erstmal rein. Ach so. Hier sind Händler. Ja. Ich muss einmal hier hochreiten. Ich habe so viel Süßigkeiten gegessen, nicht so schlecht. Hier? Ah, hier. Hä, war es letztes Jahr auch? Oh, lol, hier war ich ja noch nie. Hier will ich ein Thumbnail machen. Das sieht cool aus. Oh mein Gott. Wahnsinn. Krass. Sehr geil, finde ich nice. Ja, und jetzt noch zu der anderen Seite. Ja, aber wozu macht man das? So, wisst ihr, als würde ich jetzt nicht wissen, was da überall ist. Och, super. Genauso wie wir es lieben. Ich denke mal, wir können
demnächst nochmal ein Video machen, wo wir das alles ein bisschen mehr auschecken. Jetzt alle Aufgaben zu machen, ist ja, das wäre der Wahnsinn. Wir haben ja jetzt allein schon, um das Pferd zu kaufen, bestimmt fast 20 Minuten aufgenommen. Nee, du. Nee, kein Bock. Ich will den blauen haben hier. Wo gibt's denn den? Fieser Kürbis, fiese Zucchini, wilder Kürbis. Wilder und fieser Kürbis. Na dann, den blauen hätte ich gerne, den finde ich cool. Rest ist langweilig. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Okay, wir haben Pferd gekauft, uns ein Outfit zusammengestellt und uns einmal kurz umgeguckt. So viel war es jetzt nicht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Halloween-Zeit. Mal sehen, wann das nächste Video kommt. Ich glaube, wir haben heute Donnerstag, wo ich das Video hochlade. Vielleicht am Samstag, maybe. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Video. Genau, mir hat gerade voll das Wort gefehlt. Tschüss.